Heute bauen wir uns gemeinsam einen Schleuderball. Dafür brauchen wir einen Tennisball, eine Schnur. Bei mir ist die 1,1 Meter lang, also 1,10 Meter. Ein kleines Stückchen Holz, ein scharfes Messer und eine Heißklebepistole. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt. Als allererstes brauchen wir unseren Tennisball und das Messer. Da bitte aufpassen, dass du dich nicht reinschneidest. Das Messer sollte nämlich ziemlich scharf sein. Wir nehmen den Tennisball und machen hier einen 2 cm langen Schnitt rein. Wo du das machst, das ist ziemlich egal, aber pass dabei bitte auf, dass du dir nicht in die Finger schneidest. Schaut dann so aus. Man sieht es ein bisschen. Wenn das nachher zu klein sein sollte, dann müssen wir einfach nochmal einen Schnitt reinmachen. Den legen wir ganz kurz zur Seite. Als nächsten Schritt brauchen wir unsere Schnur. Da machen wir so einen Schlag rein. Das ist einfach so eine Schlaufe, die sich dann halt durchzieht, wo man es selber zuziehen kann. Sehe ich dir mal. Und dann nehmen wir jetzt unser Holzstückchen, das ist so ein kleines Endstück von dem Stift, und ziehen das da drauf fest. Die Schnüre sollten hier gleich lang sein am Ende. Und richtig gut festziehen. Du kannst das Ganze jetzt hier mit der Heißklebepistole noch festkleben, dass es besser hält. Mache ich jetzt auch mal schnell einen kleinen Tupfer rein. Und als nächstes brauchst du deinen Tennisball. In den Tennisball, den Schnitt, den du doch vorhin reingemacht hast, müssen wir jetzt da hier unsere Schnur mit dem Holzstückchen dran einfädeln. Und ich sehe schon, okay, bei mir ist der Schnitt ein kleines bisschen zu klein. Dann schneide ich noch ein bisschen ein. Pass nur auf, dass du es nicht zu groß schneidest, weil ansonsten fliegt dir nachher die Schnur dann immer raus. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt müssen wir das ganze Ding nehmen, aufdrücken und gleichzeitig unseren Strick da reindrücken. Nimm dir da irgendwas als Unterstützung. Ich nehme jetzt mal die Rückseite vom Messer. Pass bloß da bitte auf, dass du dich nicht schneidest. Das Ganze hier reingedrückt, ein bisschen Klebereste wegmachen, verdrehen das Ganze ein bisschen und dann hält es auch. Jetzt schaut das Ganze schon mal so aus. Wir tun jetzt hier an die kleinen Löcher, die noch dran sind, ein bisschen Heißklebepistole rein, dass das Ganze besser zuhält. Das können wir jetzt einfach trocknen lassen. Und als nächstes nimmst du die Schnur. Wir haben jetzt hinten ein loses Ende. Und du ziehst einmal hier entlang, um dann hinten einen Knoten reinzumachen. Den brauchst du nämlich dann, um gescheit werfen zu können. Wichtig ist, dass dabei die Schnüre hier gleich lang sind. Das wäre blöd, wenn das eine länger ist und das andere Ende kürzer. So schaut das Ganze aus. Und wie cool du damit schleudern kannst, das schauen wir uns jetzt gleich an. Dafür ändern wir schnell die Location. Jetzt haben wir die Location geändert. Hier ist der Schleuderball und dann schauen wir mal, wie weit das ganze Teil fliegen kann. Dann schauen wir mal schnell vor. Und da ist er gelandet. Viel Spaß beim Nachbauen und beim Werfen.